Wir müssen hier irgendwie dann doch den direkten Weg durchs Tor wählen. Das ist allerdings so direkt so ein Panzer. Ich kann die aber, soweit ich weiß. Geheime Festung des Dr. Funfog. Sie dürften eigentlich nicht dieses Schild lesen. Ist nicht schlecht. Okay. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Little Big Adventure, das sich hoffentlich, so blöd das klingt, demnächst dem Ende neigt. Ich habe eine ganz lustige Entdeckung gemacht jetzt so in den Vorbereitungen zu dieser Aufnahme. Ich habe Stand jetzt nämlich ungefähr eine Woche nicht gespielt. Das aber nur am Rande erwähnt. Aber man kann hier, ist eine völlig sinnlose Info, aber ich möchte es trotzdem mal zeigen, wenn man mit irgendwohin Doppelklick macht, ja, dann rennt der Twinsen dahin. Also sprich, wenn ich genau weiß, okay, ich will an den und den Punkt jetzt, dann mache ich da Doppelklick und dann rennt der Twinsen dahin an allen Hindernissen vorbei und so weiter und so fort. Braucht man normalerweise nicht, wollte ich jetzt nur mal gezeigt haben. So, wir spielen ja sowieso die meiste Zeit mit dem Controller, deswegen ist das jetzt sowieso irrelevant. Schauen wir mal da an den Mülleimer. Bisschen Magie, ja gut, Magie haben wir voll. Wir haben im Übrigen auch alles voll, was wir jetzt voll haben können. Eigentlich jetzt mal abgesehen von Energie und Geld können wir sowieso wahrscheinlich noch viel mehr haben. Aber wir haben Stand jetzt sämtliche Fortbewegungsmittel. Ja, das Allerwichtigste steht da auf dem Anlegestick. Der Drachen oder der Dinofly, wie der in diesem Spiel heißt. Und wir haben auch sämtliche Magiestufen jetzt erreicht. Wir können die stärksten Klone ausschalten, ja. Und also sprich, die Roten waren nicht mal die stärksten. Die haben wir ja jetzt schon ein paar Mal erledigt. Wird sich zeigen, was da noch kommt. Schauen wir mal. Jetzt verhindern wir erstmal hier so ein kleines bisschen mit den Häschen. Guten Tag. Ich kenne das Symbol auf deinem Medaillon. Virgul, unser Zauberer, hat uns deine Ankunft angekündigt. Und wir haben oft vor dem Runenstein gebetet, der das gleiche Symbol trägt. Leider hat Dr. Funfog entdeckt und seine Festung an dessen Stelle errichtet. Galt der Stein doch als unzerstörbar. Ich werde für dich einen Tunnel graben, um ins Gebäude einzudringen. Aber du musst das Beamzentrum sabotieren. Geh und finde die Pläne des Zentrums. Ich werde nur dann graben können, wenn alle Beamzellen ausgeschaltet sind. Beamzellen ausschalten, Beamzentrum manipulieren bzw. sabotieren. Da schauen wir uns doch jetzt gleich mal unser Inventar an. Da haben wir ja vor einiger Zeit schon diesen Türcode bekommen und der ist sogar fürs Beamzentrum, genau. Fürs Beamzentrum ergibt Zugang zu einem Raum voller Mecha-Pinguine und die lenken Feinde, sage ich mal, ganz gut ab. Deswegen wäre das gar nicht so schlecht, wenn wir das dort benutzen. Das an dieser Stelle aber auch kein Muss, das hätten wir nicht bekommen müssen. Das haben wir mehr oder weniger rein zufällig, weil wir in das Haus von dem Deko reingelaufen sind, vor einigen Videos, ergattern können. Ist also tatsächlich kein Muss. Eventuell, also es wird sicherlich auch ohne diesen Türcode gehen, aber wahrscheinlich wird es deutlich schwerer. Ich suche die Pläne des Beamenzentrums. Beamenzentrums. Ich weiß nicht, wo sie sind. Frag mir die dort am Steuer. Übrigens, lässt sich dieses Tier essen? Fragen Sie Ihr Vieh dort am Steuer. Ich denke, er meint damit den Steg. Ihr Vieh. Lässt sich das essen? Du bist ein Hasi, du frisst doch bloß Karotten. Mensch, was willst du denn jetzt den Dinofly da essen? Egal, ich frag ihn mal. Aber der wird mich nur fragen, wo ich hin will. Ich suche die Pläne des Beamenzentrums. Beamenzentrums. Ich weiß nicht, wo sie sind. Wo möchtest du hin? Ich bleib erstmal hier natürlich. Ich bleibe hier. Ja, mit äußerstem Nachdruck sagt Twinsen seinem Dinofly das ins Gesicht. Ich bleibe hier. Hier sind Beamzellen. Ja. Ja, also nicht ohne Grund hat der Hasi vorher zu uns gesagt, wir müssen erstmal das Beamzentrum sabotieren, damit hier diese Beamzellen nicht mehr funktionieren. Sonst kann der nämlich nicht graben. Jetzt müssen wir hier nur mal schauen. Am besten mal ein Stückchen rauszoomen. Wie das hier aussieht, das wird nicht ganz einfach, schätze ich. Das wird wirklich nicht einfach. Ich kann jetzt leider nicht weiter rauszoomen, um zu gucken, was da jetzt noch weiter rechts ist. Was ich aber machen kann, ist versuchen. Naja. Ich würde echt gern den Kollegen da ausschalten. Aus der Ferne, wenn es geht. Oh. Oh. Ja, meine Magie ist so stark. Ich mache diese Soldaten mit einem Ulz weg.
Ja. Oh, allerdings den zweiten nicht gesehen. Bleib einfach da, bleib einfach da. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Scheiße. Oh. Geil. Gut, ich wollte eigentlich schon wieder aus dem Bild rennen, um hier neu zu laden, aber es war eine gute Idee, das nicht zu tun. Jetzt haben wir nämlich wieder Kleeblätter voll. Also wir haben eins verloren, haben drei bekommen. Und das ist ein guter Tausch, finde ich. So, so mal gucken, ob wir den Kollegen da eventuell irgendwie ausgeschaltet kriegen. Aber auch hier, ja, wieder das massiv gescheiterte Zielsystem dieser Enhanced Edition. Wie gesagt, man muss ja sagen, man muss ja zumindest sagen, dass die ursprüngliche Steuerung, sagen wir mal, noch ein bisschen schwieriger war, weil es diese Zielpfeile da, also ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass es diese Zielpfeile da gab. Du wusstest also im Prinzip bis zu dem Moment, wo das Ding auf den Gegner traf, überhaupt nicht, trifft das überhaupt auf den Gegner. So. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier mal wieder auf einem guten Weg. Ja, wiederum erwische ich mich dabei, wie ich den Joystick immer noch versuche, zur Fortbewegung zu benutzen. Es ist ja in den meisten Spielen heutzutage so, dass man sich mit dem bewegt. Man ist es eigentlich gar nicht mehr anders gewöhnt, zumindest wenn man mit dem Controller spielt. Auf der anderen Seite ist das in diesem Spiel die eher nachteilhafte Art, sich fortzubewegen. So. Also, wir sehen, wir müssen hier irgendwie dann doch den direkten Weg durchs Tor wählen. Das ist allerdings so direkt so ein Panzer. Ich kann die aber, soweit ich weiß. Geheime Festung des Dr. Funfog. Sie dürften eigentlich nicht dieses Schild lesen. Ist nicht schlecht. Okay. Ja, also ich müsste versuchen, tatsächlich irgendwie das Tor zu öffnen und auch den Panzer mit meinem Magic Ball irgendwie wegzuballern. Auch das. Siehste? Funktioniert. Ich hatte gerade schon kurz Zweifel. 10 Herzen! Geile Scheiße. Also Beamzentrum sabotieren. Nein, ich will nicht schießen. Ich will eigentlich rennen. So, jetzt. Beamzentrum sabotieren scheint jetzt doch gar nicht so schwer zu sein. Ne? Das Schwerste bis jetzt war tatsächlich dieser Soldat da am Anfang, der plötzlich aufgetaucht ist, den ich vorher nicht gesehen habe. Da ist wieder einer mit massiver... Ah, der sieht sogar mich aus der Ferne schon. Mal probieren, ob ich den auch von hier aus... Leider nicht. Soll ich vielleicht die vordere Treppe nehmen? Ja, wieder den Stick genommen zum Steuern. Ne? Also es ist nicht mehr rauszukriegen aus einem heutzutage. Ne? Zumindest... mal, wenn man eher Konsolenzocker ist. So. Kann ich das Ding eigentlich beschießen? Nee, ne? Das geht gar nicht. Nee, nicht wirklich. Okay. Da vorne sehen wir, da ist jemand eingesperrt. Bin jetzt eigentlich auch schon seit längerem... Das ist meine Frau. Das ist ja die Frau, ist sie. Ich suche die Pläne des Beamenzentrums. Du brauchst... Das weiß sie doch auch nicht. Ich weiß nicht, wo sie sind, aber beeile dich. Funfog wird... Jetzt wurde sie weggezogen. Also, ich bin jetzt an dem Punkt schon seit einer Weile angelangt, sage ich jetzt mal, wo ich immer weniger weiß, ja. Ich kann mich tatsächlich noch sehr gut an den Anfang des Spiels erinnern. Dadurch, dass ich jahrelang probiert habe, dieses Spiel irgendwie online zu ergattern, habe ich mir immer wieder so halb legale Versionen darunter geladen, die aber immer nur bis zu einem bestimmten Punkt liefen. Und da, sage ich jetzt mal vereinfacht gesagt, ist man von der Zitadelleninsel gar nicht runtergekommen. Ja, da hat dann irgendwann das Spiel an einer Stelle geleckt, wenn man das den Ball geworfen hat. Dann war das Spiel einfach kaputt. Jetzt stehe ich hier. Auch nicht besser, ne? Ich versuche jetzt mal von hier aus den Kollegen da zu treffen. Also eigentlich müsste ich ja, ne? Aber es ist tatsächlich wieder so eine Millimeterarbeit hier.
Jo, haben wir zumindest mal das da. Also ich komme Stand jetzt nicht hier rein, ne? Sehen wir. Es wird sicherlich, vermute ich jetzt mal, auch nur die Möglichkeit geben über das Loch, das mir der Hasi graben möchte. Ne? Dennoch muss ich es ja zuerst sabotieren. Bin ich der Meinung, also habe ich das zumindest verstanden. Und den da oben, den kriege ich ja nun wirklich überhaupt nicht getroffen, ne? Also, gehen wir das Ganze nochmal durch. Wir haben jetzt hier nicht die Möglichkeit reinzukommen. Wir kommen tatsächlich nur, sage ich jetzt mal, über das Loch rein, dass der Hasi uns buddelt. Jetzt haben wir hier ein bisschen, sage ich jetzt mal, ein paar Leute beseitigt. Ich habe den Eingang hier geöffnet mit dem Schlüssel. Also ich komme zumindest mal bis hierher wieder. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ins Beamzentrum rein. Selber komme ich ja bloß über das Loch, das der mir gräbt. Die Frage ist jetzt, reicht das, was ich jetzt getan habe, schon, damit der anfängt zu buddeln? Oder muss ich noch mehr tun? Wahrscheinlich aber. Ja, da stehen jetzt wieder Soldaten, Wächter, alles drum. Jetzt ist auch wieder zu. Okay, Frauchen ist auch wieder da am Fenster. Fenster nenne ich es mal, an der schwedischen Gardine. Ich frage jetzt nochmal bei dem Hasi nach. Ich fürchte nämlich, ich habe nicht alles mitgekriegt vorher. Ich weiß nicht, wo sie sind, aber mit diesen Plänen wirst du ins Zentrum auf der Insel Brondel gelangen müssen, um es dann zu sabotieren. Dann werde ich unter der Festung graben können. Insel Brondel, ja. Ist ja auch wieder ein interessantes Thema, ja. Die wollen ja irgendwelche Papiere sehen. Wo kriege ich jetzt aber die Papiere her? Habe ich denn irgendwas im Inventar? Die wollen ja Papiere sehen, das haben wir ja spaßhalber schon ausprobiert. Also unsere eigenen, ja, die sind da nicht gern gesehen. Ja, da wirst du ja sofort erschossen. Oder zumindest mal wird auf dich gezielt. Bin Stand jetzt ein kleines bisschen unwissend. Ich suche die Pläne des Bienenzentrums. Ich weiß nicht, wo sie sind. Fragen Sie Ihr Vieh dort am Steuer. Übrigens. Kann man das essen, ja. Also Insel Brundel geht nicht. Muss ich denn noch irgendwas auf der Insel Tippet erledigen, eventuell? Da ist ja noch dieser eine Dico-Klon. Ich suche die Pläne des Demons. Ich weiß nicht, wo sie. Wo möchtest du hin? Sagen wir mal, zumindest mal uns gegenüber behauptet hat, uns alle möglichen Informationen beschaffen zu können. Vielleicht kann der uns ja jetzt auf die Insel Tippet alle möglichen Informationen beschaffen. Und unter anderem vielleicht Papiere, um auf der Insel Brundel durchzukommen. Aber das sehen wir gleich. Videolänge ist auch schon wieder knapp über die Hälfte. Noch nicht wirklich viel erreicht. Aber ja, es ist in einer, sag ich mal, bei einer Videolänge von 20 Minuten circa ist, kann man auch nicht allzu viel erwarten. 20 Minuten vergehen dann beim Zocken doch wie im Flug, ne? Das glaubt man manchmal gar nicht. Ah ja, Insel Tippet, genau, da sind wir ja losgeflogen. Das heißt, ich muss jetzt hier erstmal. Moment, jetzt muss ich hier erstmal wieder nach da unten. Mich wieder durchschlagen durch die ganze Kellerangelegenheit, oder? Das ist natürlich. Das ist natürlich wieder doof. Hier muss ich wieder drüber jumpen. Viele Schlangen hier, die lassen wir jetzt mal außer Acht. Will ich gar nichts mit zu tun. Habe ich keine Lust. Hab ich echt keine Lust. Das heißt, wir müssen jetzt hier leider dann doch wieder ein bisschen Backtracking machen. Ja, aber mir ist momentan wirklich nicht mehr bekannt. Geschweige denn, könnte ich mich erinnern, nach jahrelangem Nichtspielen dieses Spiels, wo ich da jetzt diese Papiere herbekomme, beziehungsweise in das Beamzentrum reinkomme ohne Hilfe dieses Hasis. Das geht ja nun nicht. Der würde mir ja nicht zum Spaß sagen, er gräbt mir ein Loch, damit ich reinkomme. Wenn es nachher anders wäre. Jetzt müssen
Müssen wir hier natürlich wieder gucken, dass wir da rüberkommen. So, jetzt aber. Komm, Twinsen, das schaffst du. Das schaffen wir, Twinsen. Genau. Genau. Ja, geil. Hm. Macht das hier nichts mehr? So. Gut, haben wir wenigstens das wieder geschafft. Hoffen wir mal, dass das wirklich das letzte Mal ist, dass wir auf diesem Wege hier wieder durchgleiten müssen. So, wieder in der Disco. Ich suche die Pläne des BIM-Zentrums. Frag den Hasi mit der Sonnenbrille, der am Eingang von Funky Town ist. Das ist ein Spitzel. Hasi mit der Sonnenbrille, der am Eingang von Funky Town ist. Das müsste ja der auf dem Podest da sein, der uns was über die Beamzentren erzählt hat. Oder generell über die Beamzentrum, Klonzentrum und Mutantenfabrik. Ja, ich weiß, es ist nicht der. Seien Sie still! Hören Sie sich das lieber an! Das ist einmalig! Alles klar, ich bin still. Also. Dann müssen wir leider wieder ein kleines bisschen Backtracking machen, aber so dieses generell zwischen den verschiedenen Inseln immer wieder hin und her reisen, ist ja auch so ein Element in diesem Spiel. Ja, also es verschafft ihm fast schon Open-World-mäßige Züge, ja, dass man jederzeit überall hin kann, zumindest ab einem Punkt, wo man die entsprechenden Fortbewegungsmittel hat. Das sind bestimmt Sie, der merkwürdige Spitzel. Ich suche die Pläne des BIM-Zentrums. Diese Art Informationen ist zu spezifisch. Frage eher einen der Dico-Klone, die hier sind. Ich kenne diese Halbkugel sehr gut. Das ist zu teuer, du Gauner. Ja, ich habe ihm schon alle drei Infos abgekauft, ja. Also von dem her. Hier. So teuer war es dann gar nicht. Wir haben ja genug Kohle, so, das ist ja nicht das Problem. Aber jetzt ist es dann doch tatsächlich jener Dico-Klon hier vorne, den wir jetzt befragen müssen. Und wir können ihn natürlich erst danach befragen, wenn uns jemand sagt, dass wir ihn befragen sollen. Ich suche die Pläne des BIM-Zentrums. Hey, ich war Wachmann auf der Baustelle des BIM-Zentrums. Also für 50 Cashes kann ich dir genau sagen, wo diese Pläne sind. Ja. Kauf ich. Die Pläne des Zentrums sind in Batrocks persönlichem Panzerschrank, in seinem Hauptquartier auf der Hauptinsel. Aber um dort hineinzugelangen, musst du imstande sein, die Super-Dicos zu besiegen, die mit Kapselwerfern ausgerüsteten Pfleger. Das sind jene, die einmal schießen, dann fliegt mir das Ding überall hin hinterher, ne? Unausweichlich erwischt es mich dann auch. Okay, also Hauptinsel. Man sieht's, wir dürfen wieder auf die Hauptinsel. Ich suche die Pläne des BIM-Zentrums. Fragen Sie den Hasi mit der Sonnenbrille. Das ist ein Spitzel. Einfach großartig, Ihr Tragflächenboden. Ja, ja. Aber Sie werden damit... Kenne ich alles schon. Also, sprich, jetzt wieder zurück zur... auf den Hamalai. Oh je. Wo willst du hin? Brundel können wir immer noch nichts machen. Wir haben ja noch keine Papiere. Also auf den Hamalai. Auf den Hamalai. Und von da aus dann... Ach, ich weiß gar nicht mehr. So wirklich. Wo man überall von wo aus hinkommt. So, also Hamalai. Hier wieder raus. Moment, was war denn da? Ach, das ist mein Dragonfly. Das ist ja geil. Also Dinofly. Kannst du mich vielleicht auf die Hauptinsel bringen? Die Pläne, ich weiß nicht, wohin möchtest du, Twinze? Festungsinsel Tippet, Brundel. So flexibel ist man mit dem Vieh gar nicht, ne? Ich muss auf die Hauptinsel. Ich bleibe hier. Ja, er kann ja nicht über den Himalaya drüber fliegen. Ne? Das heißt, wir müssen jetzt durchlaufen. Mal wieder. Auf die Hauptinsel. Allerdings so immer wieder die neuen oder halt die Gegner immer wieder respawnt. In jedem Bereich. Das ist ein bisschen schade. Das gibt einem manchmal nicht wirklich ein gutes Gefühl, weil man einfach denkt, ich habe das jetzt schon wirklich 10, 15 Mal war ich jetzt da gefühlt und habe jedes Mal die Gegner umgeulzt und dann sind sie aber doch wieder da. Hat aber auch den Vorteil natürlich, dass man sie immer wieder beklauen kann, nachdem man sie besiegt hat. Ne? Immer wieder ein bisschen Geld und ein bisschen Magic und ein bisschen Herzchen.
So, Dille. Sind wir wieder auf der Hauptinsel. Dort werden wir viel Spaß haben. Den haben wir allerdings erst im nächsten Teil. Hab jetzt lang genug aufgenommen. Nach ein bisschen oder bisschen mehr Kürzen wird dieser auch eine angenehmere Länge erreichen. Und ja. Funfox Hauptquartier schauen wir uns an im nächsten Video. Und da wird es mit Sicherheit auch den ein oder anderen Punkt geben, wo es vielleicht auch gekürzt werden muss. Aber das sehe ich dann erst, wenn ich weiter aufnehme. Ich bedanke mich für dieses Video schon mal recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gern ein Däumchen nach oben da lassen oder ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ich freue mich auch ganz sehr über einen Kommentar. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und tschüss.